fallen und Frankreich von den Nazis befreien. Und somit einen wunderschönen guten Tag hier im neuen Jahr am 01.01.2018. Ich hoffe, ihr habt Silvester super gut überstanden. Ich schon, ich war nämlich im Bett, wie seit 4 Jahren, aber egal. Ich habe mir jetzt gedacht, komm, was soll's, hab ich gerade nichts zu tun. Zockt mal eine Runde WW2, und zwar den Singleplayer. Für euch, jo. Und, ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und ich bin jetzt wieder leise. Mission neu starten. Soldat, genau. Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Call of Duty, baby. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Live-Magazin werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann, 3x10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Auch nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst baden. Verdammt! Aiello hatte Kraft für 2 Männer. Man sagt, man gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie 6. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich.
Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sassman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Jo. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an, wa? Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt. Also der Paul ist anscheinend der Bruder von ihm. Hey, ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil dadurch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. Okay, ziehen wir in den Krieg! Sieht auf jeden Fall schon mal unfassbar geil aus. Aber der redet zu viel. Nein, Sir. Das sollten Sie. Ja. Angst, das hat für Muschis. Aber es heißt ja immer, also man hört ja immer wieder. Hast du Feuer? Hör doch mal ruhig jetzt. Ich bin ja am Reden, Mann, ey. Darf ich auch mal was sagen? Ja, danke. Auf den Boden! Nö. Ich bleib hier, ich hab keine Angst. Nö. Aber es heißt ja immer, wer keine Angst hat, spielt mit dem Leben. Nee, ich geh nicht runter, nur weil ihr so Muschis seid. Jo, bin ich! Wir müssen abreißen! Nein, wir führen die Mission durch! Sie bringen uns rein! Wir sind abgetrieben! Ich sehe die Landmarken! Wir haben den Lieutenant gehört! Vollgas! Missholt! Ja, bleibt mal ruhig hier, Deutschen da, ohne Witz! Achso, ich kann mich hier aufdrücken. Gott sei Dank! Ja. Bleib stehen, ist besser. Hab ich eine bessere Aussicht. Helfer Plan! Alle zur Mauer! Kaputt! Hey, die Bengale zum Stacheldraht! Schnell! Bereit machen! Es geht okay. Los! Öffnen! Wir haben keine Deckung! Der Schwein wird fehlverdammt! Öffnen! Au! Das war nicht so gut. Okay, let's go. Oh! Komm, geh weg. Das ist. Raus hier! Kommt runter und immer weiterlaufen! Ja! Da.
Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Bunkern freiräumen! Alter. Hierfür wurden Sie ausgebildet! Nehmen Sie die Bangalore! Ja, bleib mal cool hier. Ah. Boah, stell dir, wenn ich mir das so vorstellen würde, wenn ich da jetzt im Zweiten Weltkrieg gewesen wäre. Alter. Oh Gott. Boah. Was da Tote siehst, etc. Ja, ich bin fast tripp, Leute. Ja, ich bin tot. Das überlebe ich nicht. Doch, ich überlebe es. Ich bin auch ein Mann! Und keine Muschi, wieso wie ihr hier? Ja, guck dir den mal an hier, die Muschi. Entschuldigung. Ja, nein! Okay, jetzt ein bisschen taktisch. Okay, let's go! Okay, ich bin drüben. Alter. Das ist halt der Schrecken des Krieges. Ja, cool hier. Nutze die Bangalore, ich gebe Deckung! Ja, so! Auf dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken! So, verstanden, Sir! Fast geschafft! Okay, let's go! Move! Bräuchte ein paar so Medic-Sachen. Gibt's nicht? Okay. Alter. So ist halt der Krieg, beziehungsweise war der Krieg. Jo, thank danke, you. Mit der Nummer 6 nehme ich das Ding. Oh, shit! Okay, immer weiter. Move. Leuchtet denn da? Wie ist die Behilfedinger? Wahnsinn. Was ist schon da los, ey, ey. Hoch. Weiter. Move. Oh, shit.
Oh, Black. Schmeiße eine Granate! Nachladen, nachladen, nachladen. Turner! Wow! Thank you. Ja, ich habe vergessen, wie Nahkampf funktioniert. Das war mit Q, ich trottel. Kein nochmal von vorne. Noch einer. Mann! Ohne Witz! Diese Deutschen immer, ne? Also, mir geht die Mini aus. Moin! Geht's denn hier hin? Da ist auch noch so eine Schleuse, okay. Muss ich ihn hin? Radleck. Ja, ist klar. Kein Problem, mir ist die Muni ausgegangen. Muni! Und das hier. Ach, gerade das ab. Oh shit! Randert. Mit Kuh, sag ich doch. Dieser Bunker ist gesichert. Weiter! Na los, alle raus! Bunker gesichert! Ja, aber ich will eine andere Waffe wieder. Man hat einfach zu wenig Munition. Heißt doch auf den Kack-Verbandskasten. Wir liegen genügend rum.
Angriffswelle überleben wir nicht. Weg hier! Oh Gott! Will eigentlich eine andere Waffe? Aber irgendwie, ja. Rüber damit! Bitte sehr! Ich gehe rein! Oh Gott! Amis! Ich sehe Feindaktivität! Es gibt keinen Kommen! Los jetzt! Alter, mit diesem Flammenwerfer, ne? Der Gedanke, dass er da bei lebendigem Leib verbrennt, ne? Das ist auch schon krass. Wenn man hier, das, aber. Was hast du, man? Feindliche Feindaktivität! Ah! Werf eine Granate! So, dieser Bunker ist auch sicher. Oh shit, da hat mir geschossen. Oh, da kommt schon wieder Deutsche. Fuck! Nate! Wow, das war ein knappes Ding, Kollege. So, nächster Bunker ist sicher. Dann marschieren wir zu den nächsten. Achso, der ist auch tot. Okay, reloading. Sie gehen aus der Deckung. Sie nähern sich von Westen. Bei der Säule. Westen. Er ist tot. Sie kommen von Südwesten ins Schwarze. Linke Seite muss nach. Reiß eine Granate. Deckung. Feuer öffnen. Boah. Thank you. Stahl, Chayel, um mir nach. Daniel, Sie und Suspen sichern den letzten Bunker. Wir sammeln uns oben auf der Kuh. Und versuchen Sie, sich nicht umbringen zu lassen. Jawohl! Rauchgranate geworfen! Also, Rauchgranate. So. Ich glaube, noch einer. Wir haben's geschafft. Ich glaube, ich geht's zum Hauptbunker. Reloading! Ins Schwarze! Nähern uns! Na los! Na los! Tempo! Dann mal los! Oh nein!
Du kriegst mich nicht, du Sackgesicht. Nein! Sasmet! Du kleiner Wichser! Ich mach dich so fertig, Junge! Ich mach dich platt! Bam! Sasmet, oh nein. 12 Uhr! Komm her, Kumpel! Ich kann nicht laufen! Oh, Scheiße! Schaff mich weg von hier! Wir bringen dich hier raus, halte durch! Aber nur wohin? Ihr müsst zum Verwundeten-Nest! Verwundeten-Sammelstelle, okay. Linke Seite! Oh je, Sasmet, du schaffst das. Wir müssen in Deckung! Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Wie viele? Zu viele! Scheiße! Sasmet, keine Angst, du schaffst das. Ich laufe jetzt gerade nur rückwärts, also läuft alles von selber. Außer schießen tue ich auch noch. Den Kopf unten halten! Leer geschossen! Da kommt noch mehr! Noch mehr! Vorsicht! Thank you! Wir müssen weiter! Ich hab dich! Scheiße! Ah, ich war zu langsam! Ah, nein! Vorsicht! Getroffen! Weiter! Keine Lust hast, Mann, wir müssen weiter. Keine Zeit zu verlieren. Scheiße! Boah. Hier kommen wir runter! Ich hab dich! Was? Dann machen wir hier nicht. Nein, nein, Sasmet, du hältst das aus. Alles cool. Kommen Sie rauf, los, los! Okay, bleib bei mir. Warte mal ein, Sasmet. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Ich, kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPF-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand.
Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Sie haben ihn gehört. Die Straße lang. Gut, okay. Bevor wir jetzt aber weitermachen, da wir jetzt schon bei einer halben Stunde sind, ich wollte eigentlich Level für Level machen, aber das zieht sich doch so lange und ich will nicht immer eine Stundenfolge hochladen. Das dauert so lange, es sind ja doch ein paar Gigabyte jedes Mal. Sage ich erstmal Dankeschön fürs Zusehen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!